بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Gute Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten, die ihm folgen, so wie er in die Fußstapfen treten, genauso wie er gelaufen ist, laufen und ihm weder in Wort noch Tat widersprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu diesen Menschen gehören lassen, nur Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Mal, wenn sich eine Gruppe von Menschen in einer der Häuser Allahs versammelt und Allahs Buch lernt, dann steigen auf sie die Engel herab und auch, Entschuldigung, steigt auf sie die Ruhe hinab und die Engel umgeben sie und die Barmherzigkeit umhüllt sie und Allah azza wa jall erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Die heutige Sura, inshallah, die wir uns anschauen möchten, ist Sura al-Duha, Sura Nummer 93. Ich lese wie immer die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt, dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet und dich arm gefunden und dann reich gemacht? Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Surat al-Duha, das sind die 11 Ayat. Surat al-Duha ist eine mekanische Surah unter Übereinkunft der, also ohne Meinungsverschiedenheit, der Tafsir-Gelehrten. Surat al-Duha, der Name al-Duha, kommt von, oder bedeutet auf Deutsch übersetzt der Vormittag. Oder auch wie es hier heißt, die Morgenhelle, wenn wir uns auf die Helligkeit beziehen. Und der Duha ist der erste Teil des Vormittags. Das heißt, mehr oder weniger der frühe Vormittag. Denn den frühen Vormittag nennt man auf Arabisch Duha und den späten Vormittag nennt man auf Arabisch Duha. Also eine ist mit Dhamma auf dem Bade und das andere ist mit einer Fetha auf dem Bade. Und die Duha-Zeit ist eine besondere Zeit, weil in ihr Allah subhanahu wa ta'ala ein Gebet auch gesetzlich gemacht hat. Und zwar ist das Salat al-Duha, das in zwei oder vier oder mehr Raka'at verrichtet wird, wie manche Ulama gesagt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier bei al-Duha und dementsprechend entweder schwört er hier bei diesem Teil des Tages, weil das die offensichtliche Bedeutung der Ayah ist. Manche Ulema haben auch gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er hier beim Vormittag schwört, schwört er in Wirklichkeit beim gesamten Tag, beim gesamten helllichten Tag. Warum? Weil sprachlich gesehen meint man manchmal, wenn man einen Teil eines Ganzen erwähnt, das Ganze.
Manchmal meint man, wenn man von einem Teil eines Ganzen redet, die ganze Sache und nicht nur, wie man zum Beispiel auf Deutsch sagen würde, welche Hände waren denn hier aktiv? Da meint man damit sicherlich nicht die Hände, sondern meint man, also nicht nur die Hände, sondern die ganzen Personen, die da aktiv gewesen sind. Und Al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, und auch vorher Imam al-Tabari, rahimahullah, beide bevorzugen diese zweite Ansicht und sagen, gemeint ist hier zwar Allah, zwar bei Ad-Duha geschwört, allerdings ist damit der gesamte helllichte Tag gemeint, weil der gesamte helllichte Tag ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, und wäre da nicht das Licht Allah subhanahu wa ta'ala, könnten wir nichts erkennen und nichts sehen. Und der Grund, warum sie diese zweite Ansicht bevorzugt haben, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, ist ganz einfach, weil Allah Azza wa Jal in der darauf folgenden Ayah bei der Nacht geschworen hat. Und das Gegenteil der Nacht ist nämlich der Tag. Der gesamte Tag ist das Gegenteil der gesamten Nacht. Und Allah sagte in der zweiten Ayah, und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Das heißt, und ich schwöre bei der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Und Allah subhanahu wa ta'ala verwendet diese Art oder verwendet das Schwören sehr oft, um etwas natürlich damit auszudrücken, um die Sache, die er vorhat zu sagen, zu betonen. Und in diesem Fall hat sich etwas ereignet, bevor diese Sura herabgesandt worden ist. Und zwar ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, krank gewesen. Und als er krank gewesen war, war er mehrere Tage lang zu Hause und hat das Haus nicht verlassen. Und in der Zeit ist auch keine Offenbarung zu ihm gekommen. Und daraufhin haben natürlich seine Feinde das ausgenutzt. Und sie haben gesagt, dein Satan hat dich verlassen, wal'iyadu billah. Sie haben gesagt, derjenige, von dem du behauptest, er sei Jibril oder Allah subhanahu wa ta'ala, der dir eingibt, er hat dich jetzt im Stich gelassen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diese edle Sura herabgesagt. Die Überlieferung lautet folgendermaßen, sie ist von Jundub radiallahu ta'ala anhu überliefert worden. Er sagte, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, falam yakum laylatayn aw thalathan. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam war krank, und so ist er zwei oder drei Tage lang nicht vom Bett aufgestanden. Faja'at imra'a faqalat ya Muhammad. Eine Frau kam dann und hat gesagt, O Muhammad, inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakak. O Muhammad, ich hoffe, dass dein Satan dich im Stich gelassen hat. لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثا. Seit zwei oder drei Tagen bemerke ich, dass er nicht mehr zu dir gekommen ist. Man meint wahrscheinlich offensichtlich damit Jibril عليه الصلاة والسلام. فأنذر الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى. Daraufhin hat Allah عز وجل, der Allmächtige und der Ruhmvolle, diese Sura herabgesandt, komplett Surat Ad-Duha. Insofern wissen wir, dass gemäß der offensichtlichen Bedeutung dieses Hadithes, der bei Bukhari und bei Muslim beliefert worden ist, dass die Surat Ad-Duha zu den Suren gehört, die komplett herabgesandt worden sind. Denn ihr wisst, es gibt einen Teil, manchmal kommt nur eine Ayah, manchmal kommt ein Teil einer Sura, und sehr oft war es auch so, dass eine gesamte Sura herabgesandt worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sura offenbart, um natürlich dieser Aussage dieser Frau entgegenzuwirken mit seinen ewigen Worten. Und so werden seine ewigen Worte bis an den Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran wieder zu sich nimmt, gelesen werden. Und diese Frau, die das gesagt hat, und ihresgleichen bloßstellen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Gesandten niemals im Stich gelassen. Und das ist das Problem von vielen Menschen. Sie denken, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einmal etwas nicht gibt, was sie sich gewünscht haben, dann denken sie, also ich rede jetzt nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es gibt überhaupt gar keinen Hinweis in der Sura, dass er hier damit gemeint ist, im Sinne von, dass er
damit unzufrieden war, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nichts eingegeben hat, sondern ich meine der Mensch allgemein, wenn er etwas sich von Allah wünscht und es dann nicht bekommt, dann passiert es sehr schnell, dass er ungeduldig wird und unzufrieden wird mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn bestimmt hat. Und umgekehrt, wenn er etwas Gutes bekommt, dann meint er, dass dieses Gute von Allah subhanahu wa ta'ala ist, was auch stimmt, aber er meint, dass es ein Ausdruck der Zufriedenheit Allahs ist und das muss überhaupt nicht sein, denn wir wissen, dass diesseits Allah gibt es jedem. Also jedem, Allah subhanahu wa ta'ala gibt es diesseits Leuten, die er liebt und Leute, die er nicht liebt. Und er gibt Leuten, die Muslime sind Kinder, die Muslime sind, gibt Leuten, die Muslime sind Kinder, die Kuffar sind. Und umgekehrt. Insofern ist all dies nicht unbedingt ist ein Hinweis auf die Zufriedenheit oder den Zorn Allahs, kann sein, muss aber nicht sein. Das gilt es hier in diesem Fall zu unterscheiden. Und auch die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrere Tage lang nichts offenbart hat, hat überhaupt nichts zu bedeuten, sondern das gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht will er auf die Probe stellen, solche Menschen, die teilweise bestehen und andere durchfallen wie diese Frau. Und auch hat Allah Azza wa Jal im Koran eine Aya uns offenbart, wo die Engel sagen, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Das heißt, die Engel sagen, wir steigen nur auf Befehl deines Herrn hinab. Wir steigen nur auf Befehl deines Herrn hinab. Denn die Engel haben auch nicht das Recht, zu machen, was sie wollen. Und Jibril alayhi salatu wassalam durfte unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam auch nur besuchen und auch ihm nur eine Botschaft überbringen, wenn Allah ihm dies angeordnet hat. Denn die Engel sind Geschöpfe, die nur das tun, was Allah von ihnen verlangt hat und ihnen angeordnet hat. Insofern ist die Sache ein Wille Allahs, sonst gar nichts. Was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, das wird sein. Und was er nicht bestimmt, das wird niemals sein. Allah sagte, bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt, auf Arabisch Saja, kann man auch übersetzen mit still sein. Still sein, ruhig sein. Beziehungsweise, er schwört bei der Nacht, wenn sie still ist und alles, was in ihr sich befindet. Und alles, was sich in ihr befindet. Denn in der Regel ist es so, dass der Mensch tagsüber arbeitet und seinen Sachen nachgeht und nachts findet er Ruhe und das ist auch eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, denn wie viele Menschen haben Probleme zu schlafen, wenn es hell Licht ist, wenn es hell draußen ist und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Nacht gemacht, damit der Mensch in Ruhe schlafen kann und sich ausruhen kann. Und wenn Allah wollte, sagt er auch im Koran, Surah Al-Qasas, dann hätte er den ganzen Tag lang Helllicht gemacht. Und wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er den ganzen Tag lang zur Nacht gemacht. Genauso wie er manche Menschen und manche Tiere nichts hat sehen lassen und für die sozusagen immer stockdunkel ist, genauso hätte er das mit allen Geschöpfen machen können. Aber Allah Azza wa Jal gibt seine Gunst, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen soll jeder Mensch, der Augenlicht bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, ihn dafür danken. Und wenn er es ihm wegnimmt, so hat Allah ihm nur etwas weggenommen, was ihm gehört und was niemand sich selbst verdient hat. Allah sagte in der dritten Aya, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Also es ist nicht so, wie diese Frau es gesagt hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist mit seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er wird auch immer mit ihm zusammen sein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat, sinngemäß, mein Diener nähert sich mir mit freiwilligen Taten so lange, bis ich seine Augen bin, mit denen er sieht, und sein Ohr bin, mit denen seine Ohren bin, mit denen er hört, und seine Hand bin, mit der er greift, und sein Bein bin, mit dem er geht. Und das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Menschen ist und ihn unterstützt und ihm beisteht und ihn niemals im Stich lässt,
solange man Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, gegenüber aufrichtig ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt auch in einem anderen Hadith, der überliefert ist unter anderem im Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, ta'arraf ala Allahi fir Racha, ya'arifka fir Shidda. Das heißt so viel wie, lerne Allah kennen oder kenne Allah, wenn es dir gut geht, dann wird er dich auch kennen, wenn es dir schlecht geht. Das ist in dem berühmten Hadith von Abdullah ibn Abbas, den Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, in einer seiner 42 Hadithe aufgenommen hat, die man auf jeden Fall lernen sollte. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Weder hat er sich im Stich gelassen, noch hasst er dich, sondern die Offenbarung hat ein paar Tage ausgesetzt. Und wer bist du, o Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir täglich spricht? Und wer bist du, o Prophet, dass der Engel dich jederzeit besucht? Sondern das ist eine Barmherzigkeit Allahs. Er lässt sie ihm zuteil werden, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Und kein Mensch hat das Recht auf Allah, hat irgendein Anrecht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auch nicht die Gesandten Allahs. Die Gesandten sind Diener Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah verneint, dass er sich von ihm verabschiedet hat, und er verneint, dass er ihn hasst, dann ist eine komplette, eine vollkommene Verneinung erst eine komplette Verneinung, wenn das Gegenteil gemeint ist. Und deswegen wissen wir, dass mit der Ayah gesagt werden soll, dein Herr steht dir bei und er liebt dich. Das soll damit gemeint sein. Und deswegen ist es ein Lob für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist aber in dieser Art offenbart worden, offensichtlich um der Aussage entgegenzuwirken von dieser Person. Allah sagte in der vierten Ayah, und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und vielleicht können wir noch einmal darauf zurückgehen, auf die dritte Ayah noch einmal. Wir lernen daraus, dass der Mensch, dass der Mensch mit Beistand von Allah subhanahu wa ta'ala rechnen darf, solange er sich auf dem geraden Weg befindet. Und dass Allah azza wa jal den Menschen nicht im Stich lässt, nur weil Allah ihm irgendetwas weggenommen hat von den Geschenken, die Allah ihm vorher gegeben hatte. Denn egal, was du von Allah bekommst, so hast du das dir nicht selbst verdient. Das musst du wissen. Es gibt nichts, was du von Allah bekommst, dass du dir irgendwie, wo du sagen kannst, das habe ich mir auch verdient. Ja? Und als nämlich Qarun das einmal sagte, in Surah Al-Qasas, er sagte das über sein Wissen, sein Vermögen, sagte, ich habe das nur bekommen aufgrund von Wissen, das ich habe. Also sein Vermögen, ich habe das nur bekommen aufgrund von Wissen, das ich habe. Und so hat er nicht Allah gelobt für das, was er bekommen hat, und so war das Ende von ihm, dass Allah ihn hat versinken lassen in der Erde. Warum? Weil alles Gute kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er, wie gesagt, einem eine Sache wegnimmt, so soll der Mensch nicht vergessen, was er an Gutem alles von Allah noch hat. Aber der Mensch, wie Allah ihn beschrieben hat im Koran, ist leider undankbar. Der Mensch ist leider undankbar. Wenn ihm etwas weggenommen wird, dann vergisst er alles, was er hatte, und er meint, Allah subhanahu wa ta'ala sei mit ihm nicht mehr zufrieden, leider. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir immer auch diese Geschichten lesen und dass wir erkennen, dass es eben nicht der Fall ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Das Diesseits, wie wir darauf hingewiesen haben, Allah subhanahu wa ta'ala gibt es jedem, sowohl Muslimen als auch Nicht-Muslimen. Das heißt, die Güter dieses Lebens, die Freuden dieses Lebens, alles, was man in diesem Leben genießen kann, hängt nicht ab nur von deiner Gottesfurcht oder von deinem Glauben, von deinem Iman. Sondern in diesem Leben, wenn Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat, noch bevor du erschaffen wurdest, dass du etwas Bestimmtes bekommen wirst und dir etwas Bestimmtes widerfahren wird, dann wird es dir widerfahren, egal wie du dich verhältst. Und deswegen, wenn du einen bestimmten Zeitpunkt Allah dir bestimmt hat, dass du sterben wirst, wirst du an diesem bestimmten Zeitpunkt sterben, egal ob du rechtschaffen warst oder nicht rechtschaffen warst, alles hat mit dem anderen nichts zu tun. Denn es wird genau das geschehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gewusst hat,
dass es geschehen wird. Und dieses Leben, wie gesagt, darin gibt es Höhen und Tiefen. Und deswegen ist der Mensch, soll sich auf sein Leben nach diesem Tod konzentrieren. Denn in dem Leben nach dem Tod gibt es keine Höhen und Tiefen, sondern es gibt nur noch Höhen, wenn man das so sagen darf. Oder anders ausgedrückt, der Mensch, wenn er im Jenseits eine bestimmte Stufe erlangt hat, dann wird er nicht wenn er ins Paradies gekommen ist, auf einer bestimmten Stufe, er wird nicht mehr diese Stufe verlassen. Höchstens wird er aufsteigen, wenn Allah will, aber er wird niemals tiefer sinken als die Stufe, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Aber in diesem Leben, an einem Tag, bist du vielleicht sogar König eines Landes oder Herrscher und am nächsten Tag hat man dich vertrieben. Ja? Oder am nächsten Tag wirst du sogar getötet. Oder umgekehrt, du bist ein Bettler und nachher bist du ein reicher Mensch. Und insofern ist dieses Leben ein Leben von Höhen und Tiefen. Und der Mensch, wenn er gläubig ist, verlässt er sich auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits für ihn vorbereitet. Er verlässt sich darauf, im wahrsten Sinne des Wortes, indem er sein Leben opfert und konzentriert für das Jenseits. Das heißt, wie opfert er sein Leben? Das heißt zum Beispiel, er verzichtet auf die Genüsse. Ich meine damit natürlich besonders die verbotenen Genüsse. Ja? Er verzichtet auf die verbotenen Genüsse oder vielleicht sogar auf erlaubte Formen des Genusses zugunsten anderer Menschen. Kann sein, also er möchte gerne etwas, zum Beispiel sein Geld, was er hat, er möchte es eigentlich genießen, aber er gibt es lieber aus für jemand anderes. Warum? Weil er weiß, dass das, was ihn im Jenseits erwartet, viel besser ist. Und deswegen wissen wir, dass der Mensch, der für dieses Leben lebt, ist unvernünftig, schwachsinnig, weil er gibt etwas aus, wovon er weiß, oder er glaubt nicht dran. Kann zwei Sachen sein. Entweder er weiß, dass es für ihn nicht gut ist, und er macht es trotzdem, dann ist er unvernünftig. Safih auf Arabisch. Oder er macht es, und er glaubt nämlich nicht dran, weil er ist ein Kafir. Wenn er nicht daran glaubt, was Allah im Jenseits an Paradies und Hölle erwähnt hat, das ist was anderes. Ja? Aber das ist eben die Sache. Je vernünftiger man ist, desto mehr konzentriert man sich auf das, was im Jenseits ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte hier, وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Das Jenseits ist besser für dich wahrlich als das Diesseits. Und was alles in diesem Wort drin steckt, weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das Jenseits ist besser in jeglicher Hinsicht. Alles, was es in diesem Leben gibt und im Jenseits auch geben wird, es wird nicht von gleicher Art sein. Und alles, was es im Jenseits geben wird, ist besser und dauerhafter und edler. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Stelle, die eine Peitsche einnimmt, diese Stelle, wenn sie auf dem Boden liegt, diese Stelle, die eine Peitsche einnimmt, so viel im Paradies zu haben, ist wertvoller als das Diesseits und alles, was es in diesem Leben gibt. Und das ist nichts. Das ist eine Stelle, auf der man nicht einmal sich hinstellen kann. Es sei denn, man macht Salo, oder wie heißt es. Auf jeden Fall, das ist eine Stelle, auf der kann man nicht einmal stehen. Und trotzdem ist sie besser. Warum? Weil sie dauerhaft ist und ewig ist. Und alles, was du in diesem Leben hast, ist vergänglich und unvollkommen. Und unvollkommen. Das heißt, selbst das Essen, was du genießt es, aber wie lange brauchst du für die Vorbereitung dieses Essens? Das ist kein Genuss. Und was ist mit der Nachbereitung, könnt ihr euch vorstellen, nach dem Essen, ist auch nicht angenehm. Ja? Weder für deine Nase, noch für deinen Körper, noch für dich. Das heißt also, das, was du genossen hast, sogar in diesem Leben leidest du teilweise noch darunter. Und so ist es auch mit vielen anderen Dingen, was man wenig genießt, aber dann auch teilweise sogar bereut. Dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam vieles gegeben, hat dieses Versprechen eingehalten. Er hat ihm in diesem Leben das Wichtigste gegeben, dass er ihn zu einem Muslim gemacht hat. Er hat ihm das Prophetentum gegeben. Er hat ihn zu einem Gesandten Allahs gemacht. Er hat ihm ein Buch gegeben, den Koran, Al-Karim. Er hat ihn, sallallahu alaihi wasallam, er hat ihm sein Ansehen erhöht, wie wir bei Surat Al-Sharh oder Al-Inshirah gelernt haben. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Dann haben wir dir nicht dein Ansehen erhöht, sodass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, immer
wenn Allah erwähnt wird, wenn Allahs gedacht wird, immer wenn Allahs Name erwähnt wird, erwähnen wir sofort auch den Namen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jede Khutbah, die man hält, Allahs wird gedacht und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand Muslim werden will, er muss La ilaha illallah sagen, aber er muss auch bezeugen, dass Muhammad der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Das eine ist unabtrennbar vom anderen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar die erste Säule aus beidem gemacht. Wenn Allah wollte, hätte er die erste Säule machen können, La ilaha illallah. Die zweite Säule machen können, Muhammad und Rasulullah. Und so weiter. Aber er hat die beide als eine einzelne Säule gemacht, um zu zeigen, dass das eine ohne dem anderen nicht geht. So hat, insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Leben sehr viel gegeben. Unter anderem auch den Sieg seiner Botschaft. Innerhalb von 23 Jahren hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es mit Allahs Willen geschaffen, dass die arabische Halbinsel in den Islam eingetreten ist. Das ist eine Sache, die unvorstellbar ist, was unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleistet hat. Das hat kein Mensch in solch einem Zeitraum geleistet. Und kann er auch nicht. Es sei denn, er hat die gleiche Botschaft. Das heißt, er wandelt auf den Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber ansonsten gibt es keinen Menschen, der so etwas geschafft hat, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. So einen Staat aufzubauen, solche Menschen vollkommen umzupolen, vom Schirk zum Tawhid, und auch ihre Charakter zu reinigen und dass sie zu Führungspersonen geworden sind, die auch nach dem Tod des Propheten nicht aufgehört haben. Und die meisten Länder wurden ja erst befreit und erobert nach der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zur Zeit von Umar ibn Khattab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und Allah sagte, natürlich, wir haben gesagt, den Sieg der Botschaft. Die Botschaft des Islam ist immer siegreich. Immer. Weil wir müssen hier deutlich unterscheiden zwischen dem Islam und den Muslimen. Es kann sehr wohl sein, dass die Muslime eines Tages schwach sind und dass die Muslime in der Unterzahl sind und dass die Muslime unterdrückt werden. Das kann alles sein. Aber die Botschaft des Islam, sie hat immer die Oberhand. Weil es gibt keinen Glauben und keine Botschaft und kein Gesetz, das vollkommener sein kann als das, was der Vollkommene gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Logischerweise, Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der diesen Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart hat, es kann nicht sein, dass jemand etwas Vollkommeneres bringt, als Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, der Herr der Welten, der alles weiß. Jemand, der alles weiß, schreibt dir vor, was du zu tun hast. Und dann kommt jemand anderes, der fast gar nichts weiß und schreibt dir auch vor, was du zu tun hast. An wen willst du dich halten? Natürlich an den Ersten, weil er weiß alles. Er weiß auch sogar, was passieren wird, wenn du dich hältst an das, was Allah gesagt hat. Und er weiß auch, was passieren wird, wenn du dich nicht hältst, was Allah gesagt hat. Und er sagt dir sogar, was passiert ist mit den Menschen, die vor dir gelebt haben und die auch gedacht haben, sie sind ganz schlau und sie machen ihr eigenes Ding. Ja? Und er sagt dir, passt auf, das Ende von ihnen war so und so und so und so und jetzt sehen sie in der Hölle. Möchtest du auch diesen Weg gehen? Ja? Deswegen, die Menschen leider, sie bedenken sehr, sehr wenig. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geehrt, alhamdulillah, mit diesem edlen Koran. Und deswegen gilt es einfach, dass man nach diesem Buch lebt, so gut man kann, wenn man das Jenseits als Ziel hat. Wenn man ins Paradies eingehen möchte. Ansonsten, wenn man andere Ziele hat, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu ma shi'tum, innahu bima ta'amaluna alim, macht, was ihr wollt, er weiß sehr wohl, was ihr tut. Macht, was ihr wollt, das ist eine Aussage im Sinne einer Drohung. Macht, was ihr wollt, aber ihr werdet dann die Verantwortung dafür tragen müssen. Und jeder Mensch, der in diesem Leben lebt, er soll sich bewusst machen, was ihn erwarten wird, wenn er gegen Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Wenn er gegen Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Er wird erstens niemals in diesem Leben Zufriedenheit genießen. Niemals. Weil Allah wird ihm die Zufriedenheit nicht geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das noch Schlimmere ist, dass manche Menschen, sie wissen ja gar nicht, was Zufriedenheit heißt. Sie denken, sie sind zufrieden, aber wenn du gar nicht weißt, was Zufriedenheit ist,
kannst du auch nicht wissen, was es ist. Du kannst nur etwas wissen, was du kennengelernt hast. Ja? Und deswegen sagen wir, die Zufriedenheit, die wahre Zufriedenheit im Herzen, wird man nur erfahren, wenn man aufrichtig als Muslim in diesem Leben lebt. Als Muslim im wahrsten Sinne des Wortes. Als Muslim, der sich Allah ergeben hat. Was Allah ihm sagt, was er tun soll, macht er. Was Allah ihm sagt, was er sagen soll, das sagt er. Und er hält sich haargenau an die Vorschriften Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch unsere Sünden vergeben. Allah sagt, und du wirst zufrieden sein. Manche Ulama sagen, gemeint ist das Jenseits. Du wirst zufrieden sein, denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht nur, dass er ein siegreicher Mensch sein wird, yawm al-qiyamah, das ist klar. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung hat Allah subhanahu wa ta'ala Jibril geschickt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat zu ihm gesagt, sag dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanurdika fi ummatik. Wir werden dich hinsichtlich deiner Gemeinde zufriedenstellen. Das Yawm al-Qiyamah, ihr wisst, jeder Prophet wird sich Sorgen machen um seine Anhänger. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie die anderen Propheten, sie haben das Gefühl gehabt, dass sie verantwortlich sind für die Leute, die sie. Das war nicht einfach nur eine Übermittlung der Botschaften, das war's. Sondern sie haben das Gefühl gehabt, sie sind verantwortlich. Und jeder, der in die Hölle geht, sie hätten ihn versuchen müssen, vor der Hölle zu retten. Ja? Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die Abschiedspilgerfahrt gehalten hat, hat er die Frage gestellt an die Leute, habe ich die Botschaft überbracht oder nicht? Hat die Leute gefragt, hal ballagt? Sie hätten sagen können, nein. Aber sie alle haben bezeugt, ja, du hast die Botschaft überbracht. Wir haben verstanden, was du von uns willst und wir wissen, was wir zu tun haben. Und daraufhin hat er, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, Allahumma shahad. Er sagt, Allahumma shahad. Das heißt, oh Allah, ja, bezeuge, dass die gesagt haben, ich habe die Botschaft gebracht. Warum? Weil manche Menschen, yawm al-qiyamah, sie werden das Gegenteil behaupten. Wir wissen das vom Volk von Nuh, alayhi salatu wassalam. Der arme Prophet, alayhi salatu wassalam, der war 950 Jahre unter seinen Leuten. Und dann kommen Leute, yawm al-qiyamah, und die sagen, du hast uns nichts gesagt. Ja? Die kommen und sagen, du hast uns nicht gesagt, was ist Islam. Ja? Und dann wird er sagen, das kann doch nicht sein. Ich war doch 950 Jahre unter euch, was soll das? Und dann wird er gefragt werden, hast du jemanden, der für dich bezeugt? Weil auch Nuh alayhi salatu wassalam vor Gericht braucht seinen Beweis. Und Allah genügt als Zeuge. Und daraufhin wird Nuh sagen, jawohl, habe ich. Und zwar die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird gefragt werden, bezeugt ihr? Sie werden sagen, ja. Ja, wodurch bezeugt ihr? Wir bezeugen, weil wir im Koran gelesen haben, dass Nuh alayhi salam die Botschaft überwacht hat. Fertig. Koran ist Hujja. Koran ist ein Argument. Du weißt doch, beweisen, ne? Beweisen mit dem Koran und der Sunnah und so und dem Ijma' und weiß nicht, was alles noch gibt. Das sind Beweise. Und der Koran ist der beste Beweis, zweifellos. Insofern wird und wie wird Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah zufriedengestellt werden? Indem jeder seiner Gemeinde, der als Muwahhid gestorben ist, ins Paradies eingeht. Jeder. Das ist die Zufriedenstellung Allahs für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeder Mensch, der stirbt in einem Zustand von La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, oder anders ausgedrückt, jeder Mensch, der als Muslim stirbt, er wird über kurz oder lang das Licht des Paradieses sehen dürfen, und er wird ins Paradies eingehen dürfen. Deswegen ist es die erste Aufgabe, wichtigste Aufgabe, dass der Mensch diese Sache verstanden hat, danach lebt und dann das Beste daraus macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, saddidu wa qaribu, was sinngemäß bedeutet, versucht das Beste daraus zu machen. Ja? Jeder Mensch, kein Mensch kann perfekt sein, jeder Mensch ist fehlerhaft, der Mensch ist so erschaffen worden, dass er Fehler macht, aber auf dem geraden Weg zu wandeln, auf beste Weise, möglichst viele gute Sachen zu tun, möglichst dem Verboten aus dem Weg zu gehen, das ist, was man versucht. Was man machen muss, ohne Zweifel, und was man auf keinen Fall einem passieren darf, ist, dass man irgendetwas macht, was dem Tawhid widerspricht. Denn dann hat man keine Hoffnung auf das Jenseits. Jeder Mensch, der als Nicht-Muslim stirbt, wird niemals Hoffnung haben auf das Jenseits, das heißt, auf das Paradies und die
Wonne im Jenseits, möge Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies bewohnen machen. Allah sagte in der 6., 7., 8. Aya, kommen jetzt drei rhetorische Fragen. Und die alle beweisen das Gegenteil. Allah sagte, hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Und dich irregehend gefunden, dann recht geleitet? Und dich arm gefunden, dann reich gemacht? Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, dass wenn man argumentiert mit anderen Menschen, dass man auch mit logischen Argumenten argumentiert. Ja? Das heißt also mit jedem Menschen so, wie er es annimmt. Das heißt, mit manchen Muslimen, wenn er hört, ein gläubiger Mensch, wenn er hört eine Aya vom Koran, sagt es erledigt, er glaubt daran. Oder ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber manche Menschen, du kannst sie auch überzeugen durch logische Argumentation. Und hier unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Guckt mal, wie viele Sachen er vom Prophet von Allah azza wa jal bekommen hat. Wie viele Geschenke er bekommen hat. Und du in dir auch, überleg dir, wie viel Gutes Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. All dies ist es kein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich Gutes will. Allah subhanahu wa ta'ala versorgt dich und gibt dir Essen zu trinken und gibt dir Gesundheit und gibt dir und gibt dir und gibt dir unzählige Dinge, die kannst du nicht einmal alle aufschreiben, weil dir gar nicht alles einfällt. Und all dies ist kein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich Gutes will. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Vater ist gestorben, noch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einmal geboren war. Und seine Mutter ist dann auch in frühen Jahren gestorben. Und so war er ein Vollweise nach dem Tod seiner Mutter. Und vorher war er eine Weise, auf Deutsch sagt man Halbweise, nachdem sein Vater schon gestorben war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Zuflucht verschaffen, weil er hat ihm seinen Onkel Abu Talib gegeben und er war für ihn wie sein Vater sogar noch mehr. Und Abu Talib mochte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und er war ja noch kein Prophet, er mochte Muhammad lieber als alle anderen seine Kinder, wie wir aus der Sira kennen. Er hat dich, und er sagt, und hat er dich nicht irregehend gefunden und dann recht geleitet? Das ist die größte Ni'ma überhaupt. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten irregehend gefunden. Das heißt, wie Allah sagte, ma kunta tadri mal kitab wal al-iman. Du wusstest nicht, was das Buch ist und du wusstest auch nicht, was der Iman ist. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dann das alles beigebracht. Und so war der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der größten Zeit seines Lebens, er wusste nicht, was ist Iman. Er wusste nicht, was sind wirklich in Wirklichkeit Engel. Die haben zwar daran geglaubt, aber was sind das wirklich? Er wusste nicht, was ist das Jenseits. Er wusste nicht, was ist die Hölle, was ist das Paradies. Wie ist der Weg dorthin? Er wusste nicht, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Vollkommenheit. Sie glaubten an Allah, aber sie kannten nicht alle Eigenschaften Allahs. Sie wussten, Allah hatte bestimmte Eigenschaften. Er ist der Erschöpfer und er ist der Versorger. Das wussten sie und daran haben sie auch geglaubt. Aber es gibt viele Eigenschaften, die hat Allah subhanahu wa ta'ala uns durch den Koran erst offenbart über sich subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir nicht wüssten, dass Allah der Allvergebende ist, dann hätten wir ihn nicht um Vergebung bitten können. Alhamdulillah, der sich selbst offenbart hat und uns einen Teil seiner Eigenschaften gegeben hat, sodass wir, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal anbeten können. Und wir sind mit Allah als Herrn zufrieden, derjenige, den wir, wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, unserer Sünden vergebt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, weil wir hier in so einer segensreichen Sitzung sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Und unseren Rangstufen erhöhen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch festigen in diesem Iman. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Gebete von uns annehmen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam irregehend gefunden. Und irregehend gefunden bedeutet nicht, wie manche Leute denken, Kafir. Sondern Dal ist jemand, der verloren ist. Der nicht weiß, was der richtige Weg ist. Und das ist zweifellos der Fall. Beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen, bevor er die Offenbarung bekommen hat. Sonst, wenn er vorher schon wüsste, wie es lang geht, hätte er die Offenbarung nicht gebraucht. Und, aber Dal ist nicht Kafir. Und deswegen unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie die Ulema sagen, er war schon immer ein Muslim. Weil die Botschaft von La ilaha illallah war ja da. Sie war ja nicht da. Und die Botschaft von La ilaha illallah war da. Nur sie war in einer veränderten Form. Und es waren Propheten schon da. Sonst wären ja die Christen nicht in der arabischen Halbinsel gewesen. Und sonst wären die Juden nicht in Medina gewesen. Und die Religion Ibrahims waren auch noch Überbleibsel da. Sonst wäre da nicht die Hajj gewesen. Denn wie die Ulema sagen, die Hajj, als auch die Beschneidung, als auch das Heiraten und die Scheidung und viele Rituale waren aus der Zeit von Ibrahim a.s. Der Tawaf um die Kaaba, ja, das Haus ist ja gebaut worden von
Ibrahim und Ismail alayhim assalam. Insofern, diese ganzen Rituale waren Gottesdienste von dem Tawhid, den uns Ibrahim a.s. überbracht hat. Insofern, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sich an das gehalten, was noch da war von La ilaha illallah. Weil jeder gesunde Menschenverstand betet nur den einen Herrn an und den einen Gott. Der gesunde Menschenverstand wird sich niemals niederwerfen vor einem Stein oder vor einem Götzen oder vor einem anderen Menschen, weil er weiß, der Mensch ist ja genauso wie ich und der Stein kann ja noch weniger als ich. Warum soll ich mich denn vor ihm niederwerfen? Oder für irgendeine Gottheit, die ich nie gesehen habe. Und gleichzeitig, Allah haben wir auch nie gesehen, ja, aber gleichzeitig diese Gottheit, diese falsche Gottheit hat auch nie etwas gemacht und erschaffen und hat auch nicht mal geredet und auch keinen Anspruch erhoben, irgendetwas getan zu haben, ja, sondern Allah subhanahu wa ta'ala alleine hat beansprucht, Himmel und Erde erschaffen zu haben, subhanahu wa ta'ala. Insofern, der gesunde Menschenverstand, und den hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schon vor dem Islam, der hat einen dazu geführt, La ilaha illallah zu sagen. Und deswegen waren viele Menschen auf diesem Tawhid. Also viele Menschen, also im Vergleich natürlich zu den Muschrikin sind es wenige, aber einige Menschen haben auch an La ilaha illallah geglaubt, sogar vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Und so gibt es sogar eine Überlieferung über einen der damaligen Menschen vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor seiner Entsendung, der beobachtet hat, wie die Leute um die Kaaba Tawaf machen, und die Leute haben immer den Schirk gesagt. Sie haben immer ihren eigenen Talbiya gehabt. Wir sagen Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Sharika Laka Labbaik. Und sie haben immer hinzugefügt Illa Sharikan Huwa Lak Tamlikuhu Wa Ma Malak. Das heißt, sie sagen, es gibt keinen Teilhaber, du hast keinen Teilhaber, Allah, außer, und jetzt kommt genau verstehen diese Aussage, außer jemandem, der dir gehört und dessen Besitz ebenfalls. Das heißt also, sie haben geglaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat Teilhaber, aber auch diese Teilhaber, sie gehören Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch was ihnen gehört, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Um das zu verstehen, das heißt, sie haben niemals in ihrem Schirk jemanden auf die gleiche Stufe gestellt, was die Taten angeht, wie Allah subhanahu wa ta'ala, was die Rububiyya angeht. Okay? Uluhiyya natürlich haben sie. Ja, sie haben ja angebet, den und den. Aber sie haben niemals geglaubt, dass es zwei Rabb gibt. Ja? Sondern sie haben gesagt, diese anderen Gottheiten, die wir anbeten, wir beten sie an, aber sie sind Teil des Besitzes Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen, was ich darauf hinweisen will, ist, dass der Schirk von manchen Menschen heutzutage ist schlimmer als der Schirk von den Menschen damals. Ja? Und, oder anders ausgedrückt, der Schirk, den von manchen Menschen heute gemacht wird und dem Islam zugeschrieben werden, ist der gleiche, der damals gemacht wird. Ja, dieses auch. Also manche Leute sagen, in ihrem Dua wenden sie sich an andere Leute als Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagen sie, wir meinen aber damit indirekt Allah. Warum? Weil wir rufen diesen an, damit er wiederum das an Allah weiterleitet, weitergibt oder Fürsprache einlegt oder wie auch immer. Ja? Und sie sagen dann, wir meinen im Endeffekt Allah. In Wirklichkeit ist das genau der gleiche Schirk, den die Menschen gemacht haben. Dafür braucht man nur Surat al-Zumar am Anfang zu lesen, sieht man, dass sie das auch damals genauso gemacht haben. Weil sie haben ja, wie ich gesagt habe, in der Talbiya haben sie das so gesagt. Du hast keinen Teilhaber, außer jemanden, der dir gehört und auch sein Besitz, das heißt, und auch der Besitz gehört dir, O Allah. Und dann hat dieser eine von den Menschen damals, er hat dann gesagt, immer wenn sie gesagt haben, La Sharika Lak, hat er gesagt, stopp, 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 nicht weitersprechen. Stopp, 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 Leute, hört auf, nicht weitersprechen. Ja? Und warum? Weil er hatte diesen gesunden Menschenverstand gehabt, wenn du schon glaubst, dass Allah Azza wa Jal, dass auch diese falschen Gottheiten, dass sie Allah gehören, und was ihnen gehört, gehört Allah, ja, dann wofür betest du sie dann noch an? Wenn im Endeffekt alles Allah gehört, subhanahu wa ta'ala, also wende dich an ihn ganz direkt. Und rechtgeleitet, wie gesagt, durch den Koran und die Sunnah, die Allah ihm offenbart hat. Und dich arm gefunden und dann reich gemacht. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihn reich gemacht, aber nicht durch Vermögen in erster Linie. Ja, er hat ihn reich gemacht, dadurch, dass er ihm Khadija radiallahu anha gegeben hat.
er hat ihm reich gemacht, dass er ihn, dadurch, dass er ihm Leute als Freunde gegeben hat, die Geld hatten und die ihr Geld für ihn ausgegeben haben, und wie Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, der ihn mit seinem Vermögen unterstützt hat, all dies zweifellos. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war reich in erster Linie durch Genügsamkeit. Durch Genügsamkeit. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Denn Reichtum ist niemals das Ziel an sich, von gar keinem Menschen. Kein Mensch will reich sein des Reichtums willen. Zweifellos nicht. Sondern der Mensch will reich sein, weil er dadurch keine Angst hat vor morgen. Er hat keine Angst dann vor einem Schicksalsschlag. Er sagt, wenn mir was passiert, habe ich Geld auf Vorrat. Okay? Er will reich sein, damit er damit was machen kann. Er will reich sein, um innere Zufriedenheit zu bekommen. Anders ausgedrückt, er will innere Zufriedenheit bekommen. Und das ist das eigentliche Ziel, nicht das Geld an sich. Auf gar keinen Fall. Weil wenn das Geld an sich das Ziel wäre, es kann sein, das Geld eines Tages entwertet, hat gar keinen Wert mehr. Okay? Das ist also nicht das Ziel an sich, sondern das Ziel ist, das, was das Geld bei ihm bewirkt. Okay, wie wäre es dann, wenn wir dieses Ziel, was wir eigentlich haben wollen, diese innere Zufriedenheit und Begnügsamkeit, bekommen durch anderen Weg? Und den kann man, Alhamdulillah, bekommen durch anderen Weg. Und das ist eben durch den Iman. Und deswegen unser Prophet, oder allgemein deswegen die Menschen, findet man unter ihnen reiche Menschen vor, die nicht zufrieden sind, weil sie immer Angst haben. Sie haben, und wenn sie Geld haben, haben sie Angst, dass das Geld weg ist. Okay? Und man findet arme Menschen vor, die genügsam sind und die zufrieden sind. Okay? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. Er sagte, sinngemäß übersetzt, jetzt übersetze ich das mit غنى, mit Reichtum, Genügsamkeit. Reichtum im Sinne von Genügsamkeit, okay? Er sagte, Genügsamkeit oder Reichtum bedeutet nicht, viele Wertsachen zu besitzen, sondern Reichtum bedeutet, genügsam zu sein. Genügsam zu sein. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und das ist der riesige Vorteil vom Iman an die göttliche Vorherbestimmung, denn der Mensch, wenn er weiß, dass das, was ihn getroffen hat, ihn nur hat treffen können aufgrund dessen, was Allah für ihn bestimmt hat, dann wird er nicht unzufrieden sein, weil er weiß, er kann nicht dagegen vorgehen und er weiß, er wird eigentlich nur auf die Probe gestellt in diesem Moment, dass alles wie ein Schauspiel dieses Leben. Das Leben ist wie eine Fassade, wie ein Schauspiel. Eines Tages wird dieser Vorhang weggenommen. Ja? Ich weiß nicht, ob das passt in dem Zusammenhang, aber auch die Himmel, die werden zusammengerollt, Yawm al-Qiyam. Die werden zusammengerollt, wie eine Schriftrolle, zusammengemacht, wie Allah im Koran darauf hinweist. Ja? Das heißt, wie als wäre das Leben nur eine Fassade und danach irgendwann siehst du, was dahinter eigentlich in Wirklichkeit ist. Ja? Und deswegen, und die Frage ist aber wirklich, wie erlangt man diese Zufriedenheit? Wie erlangt man diese Zufriedenheit? Und die Antwort lautet, durch den Koran al-Karim. Und deswegen, das kann wie eine Sucht werden, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt, aber eine gesunde Sucht, Alhamdulillah. Und auch mit der Sunna des Propheten, dass man immer mehr lernen will darüber und dass man sogar alles opfert. Deswegen viele Menschen, sie waren arme Menschen, auch von den Gelehrten, weil sie ihr Geld, was sie hatten, investiert haben, entweder in Bücher, die sie gekauft haben, oder in Stifte zum Schreiben und Papier, oder in Reisen, um nach Wissen zu streben. Weil das Wissen, nach dem sie gestrebt haben, war für sie viel wichtiger als was? Als das Essen. Das beste Beispiel dafür ist Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, der manchmal tagelang nichts gegessen hat, weil er keine Zeit hatte auch darum. Er war ein armer Mensch, klar, aber er hätte ja auch was machen können. Aber er hat es bevorzugt, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 24 Stunden, also natürlich nicht 24 Stunden, aber versucht, so weit wie möglich zusammen zu bleiben und den Hunger auf sich zu nehmen und sogar manchmal auf sich zu nehmen, dass er umfällt, in der Hoffnung, dass ihm jemand was gibt, ohne dass er danach verlangt. Ohne dass er danach verlangt. Er hat nicht ausgestreckt, weil er hätte ja auch was machen können. Aber er wollte eben lieber bei den Propheten sein, weil er sich gedacht hat, wenn ich was anderes mache, dann verpasse ich hier was. Und das, was ich hier verpasse, ist mehr wert als das, was ich bekomme, wenn ich nach Rizq strebe. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala in der drittletzten Ayah, was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Wenn du also weißt, O Prophet,
dass du selbst eine Weise gewesen bist. Und Allah subhanahu wa ta'ala dir dieses Ansehen gegeben hat, nachdem du vorher ein Mensch warst, der arm war hinsichtlich seiner Eltern, weil er keine hatte, und auch arm war hinsichtlich materieller Werte. So, und Allah subhanahu wa ta'ala dich reich gemacht hat danach, deswegen sollst du das Gute mit Gutem vergelten. Und jetzt weißt du am besten Bescheid, wie sich jemand fühlt, der sich in solch einer Lage befindet. Und deswegen, wenn ein Waisenkind zu dir kommt und dich um etwas bittet, dann wehre ihn nicht ab, sondern habe immer ein offenes Herz zu ihm. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals jemanden, der ihm etwas gebeten hat, zurückgewiesen. Und zu unterjochen, das heißt, man soll ihn nicht abwehren, man soll ihn nicht erniedrigen, man soll ihm nicht sein Geld wegnehmen, man soll ihn nicht kränken mit irgendwelchen Worten, denn das verletzt ihn vielleicht noch mehr als andere. Denn ein Waisenkind, das keine Eltern hat, ihm fehlt ein sehr wichtiger Teil seines Lebens und den soll man ersetzen, so gut man kann. Und deswegen, ja. Allah sagte, Übersetzung heißt es in der 10. Ayah, und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Der Bettler, auf Arabisch As-Sa'il, wortwörtlich der Fragende, der jemanden um etwas fragt, um etwas bittet. In erster Linie ist, also hier ist übersetzt worden, als bedeutet es der Bettler im Sinne von jemand, der um Geld fragt. Den darf man nicht anfahren, das heißt, man darf ihn nicht beschimpfen, sondern entweder man gibt ihm etwas, ohne ihn dabei zu kränken, oder man gibt ihm nur schöne Worte mit, aber auf keinen Fall kränken. Es ist auch verboten, dass man ihm etwas gibt und ihm dann etwas dazu sagt, etwas Beleidigendes, wie zum Beispiel, nimm das und jetzt geh weg. Und jetzt lass mich in Ruhe oder etwas in dieser Richtung. Denn jeder Mensch hat eine gewisse Würde und jeder Mensch sagt sich, lieber verletzt man mich nicht, als dass man mir Geld gibt und noch eine Verletzung dazu. Und der Bettler kann man auch besser als den Fragenden, jemanden, dem etwas fragt. Deswegen gehört auch dazu, dass du nach Wissen strebst. Also wenn jemand zu dir kommt, o Gesandter Allahs, und dich um Wissen bittet, dann weise ihn nicht ab. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dieses Wissen von Allah bekommen, um es den Menschen weiterzugeben. Weise ihn nicht ab, denn auch du warst mal jemand, der unwissend war, und auch du warst mal jemand, der ein Waisenkind war, und auch du warst mal jemand, der ein armer Mensch war. Und deswegen vergelte Gutes mit Gutem. Und das bedeutet Dankbarkeit Allah gegenüber, indem man das, was Allah einem gegeben hat, auf gute Weise verwendet. Allah hat dir Wissen gegeben, dann handle danach. Das ist eine Form der Dankbarkeit. Und Allah hat dir Wissen gegeben, dann gib es auch weiter, wenn es sinnvoll ist. Und das ist die Form der Dankbarkeit. Und in der letzten Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Die Gunst, die Ni'ma, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten gegeben hat, ist von vielerlei Art, aber die größte Ni'ma, die Allah seinen Propheten gegeben hat, ist der Iman und ist das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und ist das Wissen über das Buch Allahs und ist das Prophetentum, das Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Das ist zweifellos das Wissen, die Ni'ma schlechthin, die Allah ihm gegeben hat. Und deswegen sagte Allah, فَحَدِّثْ, das heißt, so erzähle davon. Und deswegen, und das bedeutet, und so lehre es und lade dazu ein. Und deswegen, jeder Mensch, der etwas vom Islam gelernt hat, ist angehalten dazu, es anderen Menschen weiterzugeben. Hast du gelernt, Koran zu lesen? Bring es anderen bei. Hast du etwas gelernt über La ilaha illallah? Bring es anderen Menschen bei. Hast du etwas gelernt über die Sprache des Koran, die arabische Sprache? Gib es anderen Menschen weiter, sofern du das natürlich auch kannst. All dies gehört zur Umsetzung dieser Ayah. Und das Wissen, was Allah dir gegeben hat, ist nämlich nicht auf dich alleine beschränkt. Und deswegen sagen die und die Gelehrten sagen, dass Zakat muss man ja für sein Vermögen geben. Aber Zakat für Wissen, sagen sie, ist das Lehren. Das Zakat des Wissens ist das Lehren. Und deswegen sagen sie, ein Gelehrter, der sein Wissen weitergibt, Allah subhanahu wa ta'ala festigt nicht nur sein Wissen, das heißt, er vergisst es nicht, sondern zweitens, er gibt ihm noch mehr. Er öffnet ihm Türen, sodass er noch mehr Wissen erlangt.
Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man von dem Guten, was Allah einem gegeben hat, anderen Menschen zuteil, anderen Menschen davon teilhaben lässt. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yawmiddin.